und herzlich willkommen hier auf Stempelharmonie. Ich bin Janine und zeige euch heute mal eine, ja, knallige Karte. Wieder mit neuen Produkten aus dem neuen Katalog. Und ja, wenn ihr wissen möchtet, wie ich die mache, dann bleibt dran. So, und dann nehmen wir wieder unser Schneidebrett und einen Farbkarton in Schiefergrau. Und ich schneide die genauso wie die letzte Karte, also 20. Mal 17 und die 20 cm Seite nochmal anlegen bei 10, da wird sie dann gefalzt. So, also haben wir eine 10 mal 17 Karte. Und weil ich das so hübsch fand mit dem letzten Grau, irgendwie habe ich nicht richtig gefalzt. Ist ein bisschen verrutscht. Egal, ist nicht schlimm. Mit dem letzten Graustück halt von der anderen Karte habe ich mir eben gleich aus dem Set... Moment, wo ist es? Ist es das? Ja, Blumenzierder. Das sind nämlich diese beiden... diese beiden Stanzensets mit drin. Also es ist ein großes Set. Der Preis lohnt sich auf jeden Fall. Und da habe ich eben mit den dickeren, also hier ist einmal eins mit dickeren Rand und eins mit dünneren Rand. Und das mit den dickeren Rand habe ich dann gleich mal ausgestanzt mit dieser Stanze in Schiefergrau und habe das dann einfach so übereinander gelegt über die Karte und fand auch das schon mega schön. Also wenn ihr einfach eine monochrome Karte haben wollt, hier würde jetzt zum Beispiel noch ein, weiß ich nicht, irgendein Akzent oder so in irgendeiner Farbe, nehmen wir mal die gleich, bang, knallt schön. Auch das Monochrome, wenn man diese Stanze einfach in den Hintergrund packt, sieht schon so schön aus, dass nicht mal viel gemacht werden müsste. Aber ich mache trotzdem noch ein bisschen mehr. Also ich habe einmal das so ausgestanzt in Schiefergrau, wie gesagt. Dann die dünne Stanze in Flüsterweiß. Die kommt dann nämlich so darüber. Also es wird dann einfach so darüber geklebt. Auch das sieht schon mega hübsch aus. Dann habe ich gleich noch die beiden, die dazu waren, auch nochmal in Flüsterweiß gestanzt. Und die anderen beiden, also die dickeren, in der neuen Ink-Color. Und zwar, wie heißt die? Magenta-Rot. Das ist so ein knalliges Pink. Mega krass. Also total sommerlich. Und da habe ich dann auch gleich nochmal das vom letzten Mal genommen. Die beiden vom letzten Mal. Positive Thoughts und Zauberhafte Grüße. Vom Positive Thoughts habe ich mir aus dem passenden Stanzensets. Nee, das war Blumenziele. Das war das genaue Gedanken der Natur. Dieser kleine Schmetterling, der ist da mit drin. Den habe ich mir auch gleich ausgestanzt im Magenta-Rot. Und werde mir auch diesen Schmetterling aus dem Positive Thoughts jetzt stempeln. Und dann auch mit der passenden Stanze, wenn ich sie finde. Ja. Hier ist das Stanzenset. Da war der kleine Schmetterling noch mit dazu. Und der große Schmetterling, der hat sich hier versteckt, den brauche ich gleich, weil das die passende Stanze zu diesem Stempel ist. Genau, ich werde mit ihnen embossen. Also, ich brauche Versamark. So. Erkennt man kaum, egal. So, dann das weiße Embossingpuder. Gleich ein Schmierblatt drunter, damit der Rest... gleich wieder reingeschüttet werden kann. Jupp, wunderschön. Einmal kurz gepustet. Der Rest kann wieder rein. Und bevor ich das gleich embosse, schneide ich mir ein Stück Pergament zurecht. Wo ist es? Oh Mann, ich suche mal schnell. So, ich hab's ausgestanzt mit dem neuen Stanzform bestickte Rahmen, obwohl so neu sind die gar nicht. Für mich sind sie neu, ich benutze die jetzt zum ersten Mal und da habe ich hier einfach dieses mir ausgestanzt im Pergament. Das hat so eine hübsche
Sieht man das überhaupt? Stanzkante, Präge, Pieks, Perforierkante. Und darauf stempel ich mir nämlich den Spruch aus dem Stempelset Zauberhafte Grüße. Und zwar, weißt du was? Du bist zauberhaft. Finde ich nämlich total niedlich. Als entweder eine Dankeskarte oder eine Glückwunschkarte oder der Spruch passt einfach. Ja, einfach zu allem. Egal zu was. So, und auch hier nehme ich mir einen Schmierzettel. Dann das Stück Pergament und brauche Wörtermark. Und hier habe ich den Stempel. Weißt du was, was zauberhaft. Und das versuche ich jetzt so gerade wie möglich hier auf das Pergament. Und sieht, glaube ich, ganz gut aus. Dann kann das weg. Zum Saubern machen nehme ich wieder mein Stamping Scrub, wie auch schon im letzten Video gesehen. Ich liebe es und ich habe das schon seit vielen, vielen Jahren und benutze das immer und immer wieder. So, und dann kommt das halt so darüber. Zack. Und so sieht es dann aus und das werde ich dann gleich heißprägen mit meinen Heißprägefilmen, Heißluft. Das kommt erstmal wieder zurück. So, und dann wird das beides mit den Heißluftföhn auf Stufe 2 heiß geprägt. So, und wenn das fertig ist, sieht das dann so aus. Also richtig schön weiß und ein bisschen geprägt. Glänzt dann so ein bisschen. Und auch hier der Schmetterrand. Und den werde ich mir jetzt ausstanzen. Jawohl. So, da ist er ausgestanzt. Ich bin ein bisschen verrutscht, weil ich natürlich nicht direkt drauf geguckt habe. Ist an sich nicht so schlimm. Also mir ist es eigentlich Schnuppe, aber ich kann ja hier so ein bisschen nochmal drüber stanzen. Ich hoffe, ihr hört nicht, was da draußen gerade abgeht. Da ist natürlich gerade irgendwer am Rasenmähen. Ist natürlich jetzt äußerst unpraktisch, wenn ich hier mein Video drehe. Aber was soll's. Ich hoffe, das ist nicht so auffällig. So ein bisschen dran rumgeschnibbelt und so sollte es jetzt aber auch reichen. Und dann kann alles auf die Karte. Und zwar nehme ich mir hier dieses Stück erstmal und mache das mit. Boah, natürlich, jetzt kommt auch noch irgendein Krankenmann. So, wo ist es? Genau, meine Rolle wieder. Ihr nehmt da dann einfach die Abstandhalter. Die sind auch schon zugeschnitten und ich glaube, in der Größe, wie sie sind, sollten sie auch auf jeden Fall reichen. Die verteile ich mir jetzt auf dieses Stück. So, habe ich mir das jetzt so ein bisschen verteilt. Wenn es oben und unten ein bisschen irgendwo so quasi locker dranhängt, finde ich das nicht schlimm. Weil es gibt immer einen schönen 3D-Effekt und ich liebe 3D-Effekte, wie ihr schon wisst. Also ich arbeite sehr, sehr gerne damit. Ich finde, das gibt der Karte nochmal so ein bisschen mehr Leben. So doch mal auf Kamera gemacht. So, dann kann die Karte auch beklebt werden. Und zwar gucke ich, ich habe ja hier das quasi nicht ganz drauf gekriegt. Oder ich hätte es drauf gekriegt, aber das Stück Papier war halt nicht so dick. Deswegen, ihr könnt es natürlich auch komplett dann ausstanzen, ne? Dann habt ihr hier so keinen Rand. Aber ich nutze den Rand jetzt einfach. Also ich klebe das jetzt so auf, dass es dann am Rand so auch abschließt. Und gucke halt, dass es oben und unten ziemlich gerade ist. So, und dann kommt das einfach so mit darüber. Und das klebe ich halt einfach mit normalem Flüssigkleber auf. Dazu mache ich mir auch einfach nur hier und da mal ein paar Tupfer. Das kommt jetzt hier so mit. Gucken, ob ich das alles so ein bisschen treffe. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Und selbst wenn nicht, sieht es nicht schlimm aus, wenn es ein bisschen hier und da ein bisschen rüber fällt und hängt. So, und dann habe ich hier, dadurch, dass es wieder Pergament ist, ist es wieder. Und das, ja, wie mache ich das? Ich wollte das, glaube ich, eigentlich so und hier oben haben. Mache ich das dann vielleicht doch? Achso, hier. Wieder aus diesem Schanzenset. Finde nicht schlimm, dass ich hier einige Lücken habe. Ich schneide mir das hier in der Mitte durch.
Moment, 4 und 4, ja. Mittig. Hol mir hier noch ein paar Teile raus. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Also wenn ihr diese Stanze doppelt durchwirkt, durch die Big Shot, dann kommen hier die Teile auch raus. Also bei mir sieht man jetzt, hier ist nicht alles komplett durchgestanzt, weil ich das auch mittig durchgestanzt habe. Also mittig von der Big Shot durch raufgelegt habe. Wenn ihr das seitlich macht, da ist immer ein bisschen mehr Druck drauf und so weiter und ein bisschen mehr Spannung und dann geht es auch komplett ab. Guckt nicht auf meine Nägel, ich hatte keine Lust, mir die Nägel zu machen. So, und das wird jetzt quasi oben und hier unten erstmal angeklebt. Das mache ich dann aber mit dem hier, weil ist jetzt genug 3D auf meiner Karte. Oh, ich brauche unbedingt einen neuen. Zack, zack, zack. Einmal so ein bisschen reingeschmattert. So, bis zum Ende der Karte, also bis zum Rand der Karte. Und so, dass es ungefähr mittig hier vom Anfang, also von der Kante kommt. Und hier oben dann auch nochmal. Und schon gibt es einen tollen Pep. Also schon schön peppig hier, schon. Ihr wisst schon. Macht auf jeden Fall was her, diese Farbe. Die knallt extrem. Aber das finde ich echt gut. So. Dann hat man da schon so den gewissen Pep. Und hier, ja, wie gesagt, ich glaube, ich nehme da Glue Dots. Ach, bin mir noch nie sicher. Nehme ich Glue Dots. Ich glaube, dann mache ich hier unten noch so eine Blüte. Hier kommt eine Blüte. Da unten. Und dann kommt der hier auch noch irgendwo mit drauf. Überlege ich mir noch schnell und bin dann gleich wieder da. So, ich habe mich entschieden. Und zwar kommt der kleine Schmetterpfand hier erstmal auf den großen Schmetterpfand. Oh. So, den knicke ich auch erstmal ein bisschen. Dann kommt er da einfach mittig rein gesetzt. Ein bisschen warten, damit es auch hält. Weil durch das Embossing-Puder ist das natürlich nicht so schön haftend, also jedenfalls nicht so schnell haftend. Aber irgendwann haftet es schon noch. So, und hier ist immer das Problem, dass man Kleber dahinter sieht. Deswegen bin ich immer dabei, irgendwas darüber zu kleben. Und an diesen Klebeflächen könnte ich dann darunter einen Kleber setzen, den man dann nämlich nicht sieht. Und deswegen kommt hier erstmal ein Abstand. Obwohl, ich nehme gleich mal Klebepunkte. Hier Glue Dots, Mini Glue Dots. Es geht gerade schneller. Dann nehme ich mir hier so die Blümchen, die Blümchen, das Blümchen. Also ich habe das Weiße schon mal auf das Magenta-Pinke da gesetzt. Dann kommt hier in der Mitte dieser Klebepunkt. Ich hoffe, ihr seht es. Bin aus dem Bild. Super. Zack. Und dann kommt der nämlich hier hin. Irgendwo, wo ich ihn hinsetzen möchte. Kommt er dann hier so in die Mitte? Ich denke mal, so ganz am Rand wird er. Genau. Da setze ich ihn jetzt hin. Und auch hier, der klebt jetzt mittlerweile. Auch der kriegt zwei Klebepunkte. Einmal weiter oben und einmal etwas weiter unten. Und auch der wird hier rangesetzt. So schräg. Und dann gucke ich, wo klebt es hier hinten? Und da setze ich dann einfach auch nochmal einen Kleber drauf. Also einmal hier an der Ecke. Weil das fällt dann vorne einfach nicht auf. Das ist schon mal schön. Kommst du her hier? Dann hier unten ein. Und hier oben noch ein. Sieht man die? Ja. So. Von der Seite sieht man jetzt nichts. Und dann kommt das hier einfach mittig nochmal rauf.
wird hier festgedrückt und dann sitzt das. Und die klebe ich jetzt auch einfach mit einem Punkt hier oben hin. Einfach wieder in die Mitte ein Klebepunkt und dann kann das Ganze um in die Ecke. Und dann ist die Karte fertig. Ich verzichte heute mal auf Bling Bling, also natürlich könnte man jetzt noch so eine hübschen Glitzersteine irgendwo hinsetzen, aber das lasse ich jetzt einfach. Ja, ich hoffe, euch hat die Karte gefallen. Mal wieder ein bisschen was anderes, mal wieder ein neues Produkt vorgestellt. Schenkt mir doch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.